Guten Morgen und willkommen zur zweiten Etappe. Da unten sieht man Bonn, wo wir im letzten Monat gestartet sind. Heute laufen wir die zweite Etappe von Königswinter nach Bad Hönningen. Ungefähr 20 Kilometer, drei stärkere Anstiege. Auf geht's! Morgen. Zweite Etappe. Morgen. Der Marc ist da. Der Fabian ist da. Ja, Wetter ist nicht so unglaublich toll. Die haben Gewitter angesagt für heute Nachmittag. Wir stehen jetzt im Regen auf dem Drachenfels und gucken mal, wie die zweite Etappe denn so wird. Aussicht ist auf jeden Fall super. Ziemlich windig. So, kleiner Überblick. Hier kann man auf der Tafel die Namen der einzelnen Berge des Siebengebirges gucken und weiß, wo der Berg ist. Wir werden heute hier runtergehen bis hinten zu Löwenburg. Kann man nur ganz schwach erkennen. Und dann da runter bis nach Bad Hönningen. Ja, schauen wir mal. Da sieht es nicht so schön aus. Ah, Heimat im fernen südlichen Teil des Rheinlandes. Ich sehe zwar einen wunderschönen Regenbogen, aber den Kölner Dom erkennt man in dem Dieselwetter leider überhaupt nicht. Den einzigen, den man erkennt, ist der Marc, aber wir brauchen den schon. Drachenfels runter, richtig klasse. Single Trail, bisschen befestigt an den Stellen, wo es Not tut, aber ansonsten richtig toll zu laufen. Nur man merkt, es ist Sonntag, zwar noch recht früh, aber hier kommen uns schon ganze Wandergruppen entgegen. Aber gut, warum sollen die nicht auch da laufen, wo wir laufen? Ja, warum eigentlich? Man weiß es nicht.
Wir waren am Drachenfels und Mark ist der Drache. Dann erspeit Rauch. Mark probiert seine Weihnachtsgeschenke. Kaffeepause mit dem Escape-Burner. Ha! Amateur. So ist es. Da unten geht's runter zum Ort. Rhöndorf. Ich höre gerade Rhöndorf. Und hier geht der Weg jetzt weiter. Richtig, richtig klasse. Genau, hier sind wir an unserer letzten Tagesetappe auch schon mal eingestiegen. Da hat der Marc recht. Und haben die Löwenburg schon mal erwartet. Genau, wir haben schon mal eine Probeetappe gelaufen im November. Und da sind wir jetzt wieder. Na dann. Uiuiui. Heftigen Anstieg. Jetzt hier hoch. Wir sind jetzt fast oben. Da müsste dann auch so eine Hütte kommen, eine Schutzhütte, die ziemlich klasse gelegen ist. Und ja, so wie der Weg hier ist, ist er halt so ziemlich die meiste Zeit. Nur ganz wenige Asphaltwege, ganz wenige Schotterwege. Und ja, gut, hier ist jetzt viel benutzter Pfad, wo offensichtlich auch Mountainbiker sehr gut unterwegs sind und sehr gerne unterwegs sind. Aber trotzdem zum Laufen richtig, richtig klasse. Wir sind die Tour, wie eben erwähnt, im November schon mal Probe gelaufen, hier diese Etappe, um zu gucken, ob wir den Rheinsteig so gehen wollen, weil wir das beide beruflich nicht hinkriegen, am Stück zu laufen, und auch familiär nicht hinkriegen, am Stück zu laufen. Gucken mal, dass wir nächsten Monat im Mai vielleicht zwei Etappen mit einem Overnighter machen. Und ja, der Weg an sich echt geil, absolut. So, und jetzt packe ich die Kamera ein. Es fängt an zu regnen. Also langsam habe ich das Gefühl, dass alles klebt. Du klebst? Ja, ich klebe. Oh, seit einer Weile gehen wir so Wirtschaftswege, teilweise geschottert. Ist zwar immer noch ganz nett zu laufen, aber da sind wir jetzt, glaube ich, etwas verwöhnt von diesen Single Trails, die da teilweise richtig steil runter oder hoch gingen. Das war wirklich nett. Ja, ansonsten haben wir heute ausnahmsweise das Mittagessen sein lassen und sind nur in diesen Löwenburghof, oder wie er heißt, eingekehrt. Haben unsere Elektrolyte ein bisschen aufgefrischt, weil es richtig stark angefangen hat zu regnen. Da machte es nicht wirklich Spaß, noch zu laufen. Wir waren dann auch relativ nass, weil wir es gar nicht rechtzeitig geschafft haben, irgendwelche Regenklamotten anzuziehen. Ja, jetzt haben wir uns entschieden, das Mittagessen ausfallen zu lassen, heute eine etwas verkürzte Tour nur zu gehen. Und wir laufen jetzt hier in Richtung Himmerich und werden dann am so einem Endpunkt oder Punkt, wo es spitz auf den Ort und auf den Rhein zuläuft. Ich glaube, Bad Honnef ist das. Da werden wir dann nicht wieder zurück einen Bogen laufen, um bis Unkel zu laufen, sondern werden dann sagen, wir gehen von da aus Richtung Rhein, fahren zwei Stationen sind es, glaube ich, mit der Bahn zurück zum Auto, und dann lassen wir es für heute gut sein. Der Marc muss morgen
früh arbeiten, also sehr früh aufstehen. Und dann ist das für heute so völlig in Ordnung. Die Memme. So, netter Steilweg, Hohlweg, netter Weg auf jeden Fall. Allerdings durch das ganze Laub und den Regen ziemlich glatt. So, und wie ihr seht, der Marc ist schon etwas voraus. Wenn man mal die andere Richtung guckt, dann hat man mal so eine ungefähre Vorstellung, wie steil das ist. Ich habe mittlerweile meine Regensachen angezogen. Sehe aus wie der kleine Waldschrat. Böse Zungen behaupten natürlich eher wie der große dicke Waldschrat. Ja, schon schön. Aber was sich auf jeden Fall schon mal gelohnt hat, sind meine neuen Wanderschuhe. Ich bin umgestiegen. Bin bisher in Meinville gelaufen, wunderbarer Schuh, und hatte mir da extra einen festen, ledernen Wanderschuh gekauft. Ich glaube Meinville Borneo 2, super Schuh, aber halt schwer, klobig, für das, was ich laufen möchte. Nur in den kalten Monaten wirklich geeignet, und ich wollte was Leichtes haben und habe mir jetzt die Salomon X Ultra mit 3 gekauft und ja, habe die jetzt so ein bisschen Probe getragen, wenn ich im normalen Leben unterwegs war. Und habe sie jetzt auf der ersten Wanderung an. Und super. Also absolut super. Kann ich nur empfehlen. Für die, wo der Fuß in den Fuß passt. Das ist ja bei jedem auch ein bisschen unterschiedlich. Je nachdem, wie lang, wie breit der jeweilige Fuß ist. Je nachdem, was man auch für ein Geher ist. Ob man Zehengeher, Hackengeher oder wie auch immer man was für ein Geher ist. Oder wie auch immer sich das schimpft. Aber ich bin mit denen hier zufrieden. Ich habe für meine Größe relativ kleine Füße, breite Füße. Super, absolut super. Tolles Gehgefühl. Das Einzige, was ich mir noch überlege, ist eventuell eine gedämpfte Sportsohle da reinzumachen anstelle der werksmäßig mitgelieferten Sohle. Da gucke ich mal. Die Dämpfung ist zwar okay, würde aber noch ein bisschen besser gehen. Und gerade wenn man solche Wege hier mit Steinen und Zweigen und sowas geht, ist halt schon besser, noch ein bisschen Dämpfung mehr zu haben. Zumal ich da
auch nicht unbedingt ein Leichtgewicht dann bin. Naja, was ist zu überlegen. Der Marc ist schon ein Stückchen vor. Den zieht es heute, glaube ich, eher ein bisschen nach Hause. So, ha. Irgendwo in der Mitte des Hohlwegs. Da kommt auf einmal das. Da scheint der letzte Sturm heftiger gewütet zu haben als gedacht. Ich meine, oben am Anfang des Weges auch ein Hinweisschild gesehen zu haben. Aber da haben wir ehrlich gesagt nicht so wirklich drauf geachtet. Weil wir im November, als wir hier die Etappe schon mal als Probe gelaufen sind, nämlich an der Abzweigung vorbeigelaufen sind und zum Himmerich. Ja, jetzt gucken wir mal, was wir hier den Weg finden. Der Marc macht den Scout. Bitte? Aber wir scheinen noch nicht die Ersten zu sein, weil hier ist so ein gelaufener Trampelpfad schon drumherum. Also ich schon. Machen wir noch Cross-Hiking, Natural-Born-Hiking. Es gibt bestimmt irgendwie so einen super amerikanischen Ausdruck dafür, wenn man um den Baum rumläuft. Walk around the tree, special hiking, outdoor nature, Firlefatz. Das Knacken war übrigens, dass mir ein Baum im Weg war. Kann keine Rücksicht genommen werden. Der Marc ist einfach da durchgeklettert. Rucksack aus und durch. Totale Unverschämtheit. Unglaublich böse Stolperfallen. So, das Hindernis hätten wir dann umlaufen. Das Hindernis kommt dann. Juhu, wir haben ein Hindernis. So, nach dem Hindernis ist vor dem Hindernis. Danach kam noch ein kleines. Dann sind wir auf den großen Wirtschaftsweg, der ins Tal führt, gekommen, sind ihm gefolgt. Ein paar Stationen S-Bahn zurück zum Auto. Und sind an dem Tag insgesamt 21,4 Kilometer gelaufen, davon etwa 4,5 Kilometer zu- bzw. Abweg. Ja, haben ein bisschen gebraucht, drei starke Anstiege hatten wir, hatten trotz des Regens eine Menge Spaß. Den habt ihr hoffentlich auch gehabt und wir sehen uns hoffentlich zur nächsten Etappe wieder. Macht's gut!